Grüße, liebe Bastler. Heute zeige ich euch mal eine Karte, die nennt sich Card in the Box. Warum? Kann man gut zusammenklappen und hier reinmachen und verschicken. Und wenn der Beschenkte es kriegt, dann klappt sich ja das hier auseinander. Ich habe sie diesmal wieder in Rot und Rosa gehalten. Ist für eine Frau, wie man sieht, mit Blümchen und Schmetterling. So sieht es von der Seite aus. Und so sieht es dann von hinten aus. Da habe ich nochmal einen Anhänger dazu gebastelt. Mit zwei Herzen und so kleiner. Sieht man das? Kleines Blümchen. Umdrehen möchte ich sie jetzt nicht, weil da schon der Name und von wem es ist, drauf ist auf der anderen Seite. Auf alle Fälle ist wieder ein Spruch mit dabei. Wenn es euch gefällt, würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Ich habe immer wieder neueste Sachen. Bis dann!